Willkommen zurück, Leute. Es geht weiter mit Shadowgate. Ja, ich habe mich erkundigt, aber wirklich schlau bin ich nicht geworden. Es ist ja auch das Problem, dass diese Version, die ich jetzt spiele, es ist zwar ein Remake, aber es gibt so verschiedene Remake-Versionen irgendwie. Und diese Steam-Version, die ich spiele, haben viele, die das Spiel auch schon Let's Played haben oder wo im Internet Lösungen stehen, nicht gespielt. Und deswegen muss man immer ein bisschen gucken, welche Versionen sich gleichen. In einer anderen Version kann man zum Beispiel diese Rune nehmen, habe ich gesehen. Und ich kann es ja wirklich überhaupt nicht machen. Ich kann mit aller Kraft ziehen und mir wird gesagt, die sind verzaubert. Und das macht es natürlich nicht gerade einfacher, dass ich gar keinen Plan habe hier irgendwie, was ich da mache. Vielleicht kann ich mir die noch irgendwie anderweitig nehmen. Ich habe aber, obwohl es teilweise andere Versionen sind, überschneiden sie sich ja hier und da. Und ich werde jetzt mal hier zurückgehen. Möchte nämlich an einen anderen Ort, wo wir schon mal waren. Und ich überlege, ob wir vielleicht diesen Obelisken hier auch nochmal erwecken könnten, wenn wir haben ja jetzt auch andere Zauber. Wir schauen mal. Zum Beispiel Sparks hatten wir vorher nicht. Das war es nicht. Akenjur. Der vielleicht? Kein Ergebnis. Der Zauberspruch ist wirklich schwer auszusprechen. So viel ist sicher. Glaubst du, dass wir vielleicht ein oder zwei Räume übersehen haben? Weiß ich nicht. Den Chrysalis können wir auch nochmal machen. Aber sonst passiert nichts. Okay, Flumoris vielleicht? Den grellen Lichtblitz macht er immer, aber sonst auch nichts. Invokan! Oh, das Abbild von Lagmir erscheint aus dem Obelisken. Hatten wir den denn schon hier? Nö, ne? Mit schmerzerfülltem Blick schaut ihr Lagmir in die Augen. Die Zeit wird knapp. Enttäusche mich nicht, Junge. Lagmirs Abbild verschwindet langsam, während seine Worte in deinem Geist verhallen. Ach nun, warte doch, Lagmir. Nun geh doch noch nicht schon. Der zerstörte Thron ist reich verziert und mit Runen dekoriert. Viele der Symbole auf dem Thron zeigen Vögel. Die zeigen auch alle hier was anderes. Ich weiß es nicht. Ich mache mal erstmal das, wo ich irgendwie einen leisen Plan habe, was wir überhaupt machen könnten. Dafür gehen wir aber nicht wieder da lang, sondern eigentlich noch weiter zurück. Ja, 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 ja. Ganz zurück, bitte. Und noch weiter. Und da wollen wir rein. Ja, doch, ich weiß. Ich war hier schon 100 Mal. Erzählt mir immer nicht, wie es hier ist. Zu dieser Brücke wollen wir und die schwankt. Die klapprige Brücke besteht nur aus ausgefransten Seilen und verrottenen Planken. Hier als Warnung steht ein Schädel davor. Und die schwankt. Und zumindest in einer anderen Version ist es so, dass man hier dann den Elementar benutzen kann, damit sie nicht mehr schwankt. Mit einem Zischen entkommt der Luftelementar aus der Kugel. Die Singularität schwebt über der Brücke und hebt sich spielerisch in die Höhe. Die Brücke wirkt jetzt irgendwie stabiler. Und ohne die blöde Lösung hätte ich das ganz sicher nicht gewusst. Das weiß ich. Können wir da jetzt einfach rüberlatschen? Die klapprige Brücke besteht aus... Die Luft schwebt über der Brücke. Komm, nun mach doch. Geh doch dahin jetzt. Da. Haha. Yeah. Der Elementar hebt dich spielerisch in die Luft und über die klapprige Brücke. Dieser aus dem Stein gehauene klaustrophobische Raum hat all die Merkmale von Zwergenhandwerk. In der Mitte steht ein großer steinerner Tafel, die 5 Vertiefungen in ihrer Oberfläche hat. Okay, eine große steinerne Tafel, wenn schon denn schon. Das sieht so aus, als könnte man jetzt hier halt diese Kacheln reinpacken. Die Frage ist aber, warum kann ich sie nicht nehmen? Du streichst mit deinen Fingern über die Innenseite der Vertiefung. Du bist dir sicher, dass sie absichtlich gefertigt wurden. Da müssen die Kacheln rein. Aber es sind ja nur 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Vielleicht gehen ja manche Kacheln schon und andere nicht oder so. Vielleicht können wir ja irgendwie diese Dinger holen. Was? Als du den Raum verlässt, erscheint der Luftelementar und hebt dich spielerisch über die klapprige Brücke. Okay, dann lassen wir den da mal. Dann können wir mal darüber gehen. Zum Beispiel diese hier. Kann man die jetzt nehmen oder nicht? Die ist irgendwie verzaubert. Ja, witzig.
Wir können ja jetzt überall nochmal hingehen, weil überall waren diese Kacheln. Wenn das nur 5 sind... Es sind bestimmt die Kacheln mit den Elementen. Fällt mir jetzt so auf. Weil einige sind ja so Elemente, aber sowas wie Baum oder so ja gar nicht. Das werde ich jetzt nochmal ausprobieren. Da stand schon wieder dieser Typ. So, wir gehen da jetzt mal hin. Ich weiß gar nicht mehr wohin. Genau, aber man könnte jetzt hier wieder eins holen. Das wäre dann Eis. Aber was ist denn Eis? Nee. Hier lasse ich mal. Wenn ich die finden sollte, dann schwer genug. Wo habe ich denn... Ja... Ich probiere das jetzt mal aus. Weil hier ist zum Beispiel Wasser. Aber hatten wir irgendwo Wasser? Als Element? Keine Ahnung. Ja, ich weiß doch. Was? I see you have run afoul of my traps. Still, you have managed to overcome them and make it this far. I shall concede that you are proving most resourceful. You will soon discover your efforts are but in vain. Also nochmal, die Luft wird schwer und die Schatten selbst scheinen zu verschmelzen. In einem Lichtblitz aus Feuer scheinen die Augen des Meisterhexers, dessen Stimme im Raum widerhallt. Wie ich sehe, du bist an meine Fallen geraten. Nichtsdestotrotz hast du sie überwunden und hast es bis hierher geschafft. Ich muss zugeben, dass du dich als sehr einfallsreich erweist. Du wirst schon bald erfahren, dass all deine Mühen umsonst waren. Die unheilvolle Erscheinung verschwindet und hinterlässt nichts als einen frostigen Hauch. Na dann. Hat das jetzt uns noch schwieriger gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Hier müssen wir auch noch mal was machen, ne? Sie klemmt. Irgendwas kann man doch bestimmt hier machen. Nach all den Jahren sieht die Burg immer noch imposant aus. Kann er nicht mal einen Tipp geben, der was bringt? Die Magie hat nicht so viele mächtige Runen. Okay. Gut, dann lasse ich mal den Brunnen kurz in Ruhe. Wir kümmern uns weiter um die Runen. Dafür muss ich dann nochmal hier zum Feuerelementar. Es ist jetzt nur ein Test, weil ich halt weiß, hier ist das Feuer... Und da bei diesem neuen Bereich, wo wir zuletzt waren, da war ja auch dieses Zeichen für Feuer, wenn ich mich nicht täusche. Und dass das hier auch so blau leuchtet, also es ist doch komisch. Keine Ahnung. Oder können wir die... Ich weiß wirklich nicht, was das Ding will. Vielleicht kann man die auch einfach raushebeln, ganz blöd. Ich glaube, das habe ich auch nie ausprobiert. Sie muss auf irgendeine Art verzaubert sein, ist für mich aber eigentlich so ein Hinweis dafür. Vielleicht können wir die ja irgendwie frei melodieren. Und Auge, vielleicht muss man auch direkt irgendwas machen. Guck mal, wir könnten uns zum Beispiel hier das Ding verbinden. Und wirkst dir damit teilweise die Sicht. So, jetzt kann ich nichts gucken. Und hab sozusagen, weißt du, so das getan, was das Element einem sagt. Jetzt kann ich wieder klar sehen, das ist ja schön. Also ich habe keinen Plan. Ich weiß wirklich nicht, was man hier machen kann. Auch er schon wieder. So. Haben wieder aufs Maul gehauen. Und dann wollen wir eigentlich wieder in den Spiegelraum. Frag mich nicht, wie ich da jetzt am besten noch reinkomme. Spiegelraum.
So, Spiegelraum. Dann gehen wir jetzt hier durch diese Tür. Oder den Spiegel, besser gesagt. Und sind dann hier wieder bei dem. Und das sieht halt für mich nach Feuer aus. Ich weiß es nicht, aber hier können wir auch nichts machen, oder? Sie ist mit aller Kraft einer Rune, aber lässt sich nicht von der Wand. Muss auf irgendeine Art verzaubert. Das wäre sehr schön, wenn das jetzt klappen würde. In einer Explosion aus Flammen entkommt das Feuerelementar aus der Kugel. Der beißende Geruch von Schwefel breitet sich aus, während es in einer Rauchwolke verschwindet. Das ist ja total toll. Hat also man gar nicht geklappt. Ich kapier's nicht. Früher haben die Magier diese Spiegel als Portale zu anderen Orten benutzt. Hier, ach was. Und kann man da nicht einfach... Wenn ich da jetzt einfach meine Fackel ranhalte, geht das... Ich meine, der Elementar ist natürlich viel stärker noch als die Fackel, aber... Keinerlei Auswirkungen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man an diese Dinger kommt. In dieser Steintafel sind mehr Runen eingraviert. Mehrere Symbole kommen dir bekannt vor. Eine Hand, gefolgt von einem gezackten Stern, also der gezackte Stern, und vier vertikale Linien. Mehrere Runen. Vielleicht zeigt einem das an, welche Runen man nehmen kann. Vielleicht kann man die mit dem Stern rausholen, die Runen. Nein. Nein. Der soll mir mal helfen, der Jorik. Echt, dass ich hier diese blöden Runen kriege. Was muss ich denn dafür tun, um die zu bekommen? Aber da sie verzaubert sind, denke ich halt immer... damit natürlich mit dir nicht rankommen. Du atmest aus, beruhigst deinen Geist und schwörst den Zauberspruch. Kein Ergebnis. Ja, klasse. Zauberspruch ist wirklich schwer auszusprechen. Ja, die Klappe, Juri. Ja, geil. Wie? Wie? Den hatte ich gerade schon. Den Invokan wollte ich eigentlich. Ich habe jetzt alle ausprobiert und check's nicht. Muss auf irgendeine Art verzeihen. Ich kapier's nicht. Komm. Jorik. Du Idiot. Ist ja schon gut. Wenn du willst, dass ich die Klappe halte, brauchst du es nicht sagen. Ich werde mich mit meinen Kommentaren zurückhalten. Du sollst mir helfen. Früher haben die Magie Mimmel. Ja, schön. In einer anderen Version stehen hier auch irgendwie vereiste Blumen an der Stelle. Bei mir nicht. Hier haben wir den Obelisken. Die Magie hat nicht so viele mächtige Runen in der Burg verteilt, wenn sie dafür nicht einen Grund gehabt hätten. Du sollst sie für dich selbst mitnehmen. Ja, und dann kann ich sie auch einsetzen. Und wie nehme ich sie mit? Jorik? Würdest du mir das vielleicht sagen? Steht irgendwo was in meinen Papieren und ich habe es übersehen. Luftelementar kann dir sicheres Geleit über gefährliches Gelände geben. Hat mich sogar einmal über eine klapprige Brücke geflogen. Aber sei gewarnt. Da stehen ja eigentlich auch Tipps drin. Ich überlese das nur gerne. Ich habe sie Tag und Nacht angetrieben. Sie graben es meistens von Hand, aber ich fürchte, sie werden alle sterben, bevor ich unser Ziel erreicht habe. Häuptling, bla bla. Die Magie, die ich wirken muss, ist außerdem, ich habe kaum Erfahrung mit astraler Beschwörung. Es wird schwierig, aber ich muss in Stase bleiben, bis die Aufgabe erledigt ist. Meine Verteidigung muss halten. Der Dorn hat sich jetzt unbezahlbar erwiesen und hat Chaos versucht, mich zu erreichen, vereitelt. Vielleicht müssen wir auch nochmal nach unten in diese komischen feurigen Dinger. Ein neues Zeitalter, Kräfte des Himmels, Erde. Erde, Schlüssel besitzt, die Macht der Sterne führt. Er steht gegen alle und alle stehen gegen ihn. Groß und grausam ist seine Macht.
Steht hier irgendwo was über die Runen? Dann gehe ich jetzt nochmal dahin zurück, wo diese Runen sind, aber da war doch auch nichts. Ich muss an diese Runen kommen. Muss da eigentlich unbedingt ran. Auch hier wieder. Leute, ich werde einen Cut machen. Ich will wissen, wie ich an diese Runen komme, weil es bringt jetzt nichts. Ich gucke sonst auch nochmal in die Schriftrollen. Vielleicht finde ich da einen Tipp, wenn ich irgendwie im Internet nicht fündig werde. Und dann sehen wir uns gleich wieder, hoffentlich mit etwas mehr Ideenreichtum. Bis gleich! So Leute, da bin ich wieder und ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich die Runen einsammeln kann. Aber ich bin nochmal zurückgekehrt hier in diese komischen Katakomben. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich denke, ich kann hier nicht rüber wegen dieser Terrorgrube. Irgendwie kann ich da lang. Vielleicht habe ich es auch einfach vergessen vom vorletzten Part, dass ich da aufgehört habe und dachte, ich kann nicht weiter und bin dann einfach wieder zurück. Ist ja auch nicht schlecht, denn wir haben ja noch mehr wieder geschafft. Aber jetzt geht es hier mal ein bisschen weiter und es geht hier eine Leiter hoch und naja, an kleine Örtlichkeiten, wo wir noch nicht waren. Und die finden wir jetzt mal hier raus, was wir so hier noch haben. So, diese Passage, die durch den Stein geschlagen wurde, ist eindeutig die Arbeit von Zwergen. Wir können jetzt nach links oder rechts. Ich gehe jetzt einfach mal nach links. Und wieder führt eine Leiter nach oben. Obwohl diese Tunnel hastig gebaut und mit altem Balken gestürzt wurden, kann man das Zwergenhandwerk noch erkennen. So, und ich glaube, hier waren wir noch nicht. Du bemerkst einen Schacht im sandigen Boden. Ein süßlicher Geruch steigt aus der Tiefe hinauf. Was ist denn da jetzt? Oha. Auf der anderen Seite der Höhle steht eine Gestalt. Sie trägt einen Stab und ist in Roben gehüllte und richtet einen Zauberspruch gegen die massive, runenbesetzte Wand. Ein Gefühl der Bosheit ist fast greifbar. Was ist denn das? Eine vermummte Figur ist wild am Gestikulieren und vollführt eine Beschwörung, die dir das Blut in den Adern gefrieren lässt. Die Welle aus Hass und Bosheit, die von diesem dunklen Magier ausgeht, ist fast greifbar. Dies muss der Meisterhexer sein. Eine antike Steinschlacht liegt in der Schlucht. Du fragst dich, was für eine Katastrophe diese massive Skulptur verschütteten hat. Was ist das da unten? Sieht so aus, als soll sie den Zugang zur Wand erschweren. Was können wir denn hier jetzt mal machen mit dem? Vielleicht können wir den ja mal anzaubern mit unseren Zaubersprüchen. Der Meisterhexer spürt deine Anwesenheit und hebt eine Hand, bevor du deinen Zauberspruch beenden kannst. Er beschwört einen Energieblitz, der mitten in dich einschlägt. Der einzige und letzte Gedanke, den du hast, ist, was für ein furchtbarer erster Eindruck. Krass. Okay, der Meisterhexer ist da. Aber ist ja nicht so, als hätte man nicht noch eine Chance. So. Rein theoretisch. Vielleicht müssen wir eher was mit diesem Ding hier machen. Können wir das irgendwie zerstören? Auf das Teil? Nee. Das ist schwierig, da die Statue zu weit entfernt ist. Die Gestalt auf der anderen Seite richtet ihren Stab gegen die Wand und entfesselt einen Energiestrahl. Zu weit entfernt. Da die Statue zu weit entfernt ist. Vielleicht sollen wir eher hier was machen. Fesselt einen Energiestrahl. Ja, ja, mach mal gegen die Wand hier irgendwas hier von unseren Dingern. Die Wand ist zu weit entfernt. Also ich glaube, wir müssen schon irgendwie gegen ihn eher was ausrichten, aber ich traue mich nicht. Ich weiß doch nicht was. Ich glaube, wir können hier alle Zaubersprüche ausprobieren. Ich glaube, der wird uns immer schneller bemerken. Deswegen... Ja, voll die traurige Musik. Deswegen würde ich jetzt eher irgendwas machen, weiß ich nicht, was ihn ablenkt. So
Entweder die Statue oder was anderes. Was sagt denn Jorik dazu? Seid vorsichtig, der Meisterhexer wird nicht einfach zu besiegen sein. Der Zirkel der Zwölf hatte Artefakte von großer Macht in seinem Besitz. Du solltest zur Burg zurückkehren und nach ihnen suchen. Diese Artefakte könnten der Unterschied zwischen Sieg und dem Ende aller Zeiten sein. Ach so. Also wir sollen wahrscheinlich erst gegen ihn kämpfen, wenn es soweit ist, nehme ich dann mal an. Was ist denn noch da unten gewesen auf der anderen Seite? Da war doch noch eine Tür. Also noch ein Eingang hier. Eine tiefe Schlucht teilt diese Kammer in zwei Teile. Auf der anderen Seite siehst du einen Tunnel, der sicher tiefer in das Labyrinth führt. Vermeidest das Muster auf dem Boden und den Steintisch genauer zu untersuchen. Eine Art Tisch ist in den Stein des Podests gemeißelt worden. Das geometrische Muster der Löcher kommt dir bekannt vor. Ich überlege gerade, ob das was jetzt mit dem Sternmuster zu tun hat, weil wir das schon die ganze Zeit irgendwie hatten. Und passen diese Dinger passen da rein. Aha. Kann ich die alle nehmen? Kann ich die roten nehmen? Nee, okay. Und wo kommen die dann rein? Das auch? Aha. Eine Reihe glühender Runen umgibt zwei verblasste Figuren, die so aussehen, als ob sie im Himmel kämpfen würden. Es kommt dir alles sehr bekannt vor. Im Himmel miteinander kämpfen. Das ist ja schon ein Hinweis. Jorik? Dies ist ein weiterer Mechanismus der Magier. Du musst die Kristalle in der richtigen Reihenfolge anordnen. Weißt du, ich glaube, ich habe dieses Muster schon einmal gesehen. Farbjenigen, die sich von schwarz nach rot erstrecken. Schwarz nach rot waren die aber nicht im Himmel, diese Konstellationen. Die waren blau und grün. Das weiß ich noch, so grün, blau, blau, grün, blau oder irgendwie so war diese Anordnung. Und von daher weiß ich jetzt nicht ganz, womit das zu tun hat. Damit glaube ich auch nicht. Was mache ich jetzt damit? Immerhin haben wir ein Rätsel jetzt, um was wir uns kümmern müssen. Ein kleiner Sieg, wenn man gar nicht mehr weiter weiß. Kann man das nicht... Gut, ich kann das auch untereinander verschieben. Ja, aber ich hätte gerne mal irgendwie noch einen Hinweis. Aber er sagt ja auch, er hätte es schon mal gesehen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich nicht, glaube ich, in die Schriftrollen gucken. Ich habe dieses Muster schon einmal gesehen. Farblinien, die sich von schwarz nach rot erstrecken. Boah, keine Ahnung. Als du dich über die unglaublich tiefe Schlucht beugst, überkommt dich ein Schwindelgefühl und dir wird übel. In einem anderen Let's Play habe ich auch gesehen, dass die Leute das mit Zaubern versucht haben. Ich weiß aber nicht, ob sie es geschafft haben. Ich erinnere mich aber an den Zauber, wo wir in diesem Raum sind, der Unsichtbares ja zeigen konnte. Vielleicht funktioniert das hier ja auch. Dass hier so eine Brücke oder so erscheint, die unsichtbar ist. Ja, sieht schön aus, bringt aber nicht viel. Nee, irgendwie habe ich jetzt einen vergessen. Invokan schon? Ja, hatte ich schon. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles ausprobiert, was so geht. Ja. Können wir da einfach hin? Du berechnest die Entfernung über die Schlucht in deinem Kopf. Du zeigst ungewöhnliche Zurückhaltung und scheitest es sprunglich zu schaffen. Ist ja okay. Also wir brauchen ja irgendwie eine Anordnung. Schwarz und Rot. Wo haben wir denn sowas schon gesehen? Also alles mit Anordnung, woran ich mich erinnern kann, ist eigentlich nur dieses Sternenmuster. Das verwirrt mich dann jetzt doch.
Vielleicht ist es ja auch nicht so weit weg, wie ich denke. Vielleicht ist es ja irgendwo hier und ich habe es nur vergessen. Weil man konnte ja hier auch irgendwie runter. Oh nee, nee, warte. Ich gehe jetzt hier gerade wieder den normalen Weg zurück, den ich schon gekommen bin, glaube ich. Hilfe, ich verirre mich gerade. Ich gehe mal nach links. Ich muss einfach mal woanders lang gehen, weil... Vielleicht habe ich auch was vergessen oder übersehen, was hier unten ist. Wäre schön, wenn die Anordnung hier nicht so weit weg ist. Schwarz und rot. Hä? Hier vielleicht? Das Vieh hier? Diese stark beschädigte Statue zeigt eine große drachenähnliche Kreatur, die ihre Flügel spreizt. Die Worte Mutaria sich sind in Stein gemeißelt. Das Ganze kommt dir sehr bekannt vor. Wenn du es dorthin wirfst, gibt es keine Möglichkeit, es zurückzubekommen. Aha, man kann hier also was zerstören, wie es ausschaut. Vielleicht können wir ja hier die Waffe von sonst wem zerstören, die das dann hier verschlingen. Aber im Moment wollen wir ja nichts zerstören, von daher... Hier geht es nur geradeaus, das ist gut. Hier vielleicht nochmal nach links gehen, statt geradeaus. Aber hier ist ja auch nichts. Hier nochmal nach rechts vielleicht. Hier ist auch nichts. Dann können wir nur wieder raus. Schwarz und rot, vielleicht hier mit diesen Türmen, vielleicht das hier. Zeigt einen Kampf mit einer Reihe von eindeutig gefärbten Gebirgsketten. Also, das könnte doch ein Hinweis sein. Zum Beispiel hat man dann hier schwarz und weiß, dann kommen die blauen und dann kommen die roten. Aber wie merke ich mir denn das jetzt? Also, die beiden sind hier so ein bisschen versetzt. Das heißt, oben schwarz und unten weiß, drei blaue. Ich schreibe mir das mal besser auf. Das mache ich ja immer so. Aber also wirklich, naja, ob es ein Hinweis ist, aber könnte gut sein, weil da halt ein schwarzer ist und ein weißer. Und dann, aber da waren doch mehrere von diesen roten und so. Die waren doch nicht genauso angeordnet. 2, 4, 6. So, von diesen roten. Und 3 blaue. Die dann da so... bei den ersten dreien sind. Also ich kapiere es noch nicht so ganz, aber ich denke, das ist der Hinweis. Weil was anderes kann ich mich auch sowieso nicht erinnern. Wir gehen nochmal zurück. Ja, immer diese Texte. Etwas, was mich wirklich stört an diesem Spiel, sind diese Texte, die man immer wieder durchklicken muss, damit man weitergehen kann. So wie jetzt. So, wir gehen geradeaus. Wir kommen ja gerade von oben. Da gehen wir wieder durch. Da gehen wir jetzt über die Teergrube rüber. Die Pfütze und gehen hier wieder hoch. Und hindurch. Und da auch durch. Mein Gott, es ist so ein Riesenlabyrinth. Und nach links. Und nach oben. Und geradeaus. Und zurück. Weil ich bin hier falsch. Das ist schön. Weil es halt so riesig ist, verirrt man sich sehr schnell. Nach rechts. So, und jetzt bitte nochmal dir das anschauen. Und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ja. Also der Schwarze war da und der Weiße war hier. Versetzt. Dann waren die drei blauen, da waren drei blaue, kann ich die nicht, ich muss die doch betätigen können, das gibt's doch nicht. Ich könnte natürlich den auch hier tun und den
den bitte dahin. 2, 4, 6. Ja, und die sind ja auch schon fest angeordnet. Und der auch. Was wollt ihr dann noch? Mehr kann ich doch nicht tun. Vielleicht hier in die Mitte mehr packen. Aber schwarz war oben und das war doch richtig. Ich probiere das jetzt einfach mal hier überall aus. Irgendwas wird schon klappen. Wir waren eigentlich beieinander, aber egal. Du steckst es vorsichtig in den leeren Spalt. Ah, jetzt habe ich die Kombi gefunden. Wuhu! Die steinerne Wände beginnen zu wackeln. Glücklicherweise hört das Erdbeben nach ein paar Momenten auf. So. Und? Eine tiefe Schlucht und so weiter. Können wir denn jetzt einen Zauber anwenden? Hat sich das jetzt irgendwie gebessert hier? Erkennen so. Sparks. Unsichtbares, zeige dich. Hat sich vielleicht bei dem anderen was getan jetzt hier? Bei unserem Hexenmeister? Bin ich ja mal gespannt. Nein, er steht immer noch in seiner Robe und ein Gefühl der Bosheit ist immer noch sehr greifbar. Ich denke, wir werden uns einfach mal im nächsten, vielleicht hoffentlich letzten Teil von Shadowgate darum kümmern, um den Hexenmeister. Immerhin haben wir das Rätsel jetzt geschafft. Irgendwas hat sich hier getan. Ich weiß noch nicht was, aber wir werden es ganz bestimmt herausfinden im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und bis dann.